So, und weiter geht's. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge den Maschinenblock, genau. Jetzt habe ich immer noch nicht. Moment. Ich gucke gerade nochmal ganz schlau nach. Und da würdelt auch schon wieder unser Dings da vor sich, munterlustig vor sich hin. Okay. Ja, okay, alles klar. Jetzt weiß ich wieder, wie es ging. Ich muss ab und zu mal gucken. Ich habe länger keinen Industrial Craft mehr gespielt, weil ich jetzt immer nur das Let's Play spiele. Und um quasi nicht die Lust zu verderben. Ich meine, ich will ja mit euch zusammenspielen und nicht nebenher irgendwie, das wäre doof. Also spiele ich quasi nur, wenn ich mit euch spiele. Und ansonsten lasse ich momentan Industrial Craft außen vor. Nein. Doch? Dampfig. Na, es ist ein jugendfreies Let's Play. Naja, so wenig. Also so mehr oder minder. So ungefähr. So. Ja, wir haben gerade noch mal geguckt. Dieser Fehler, mit dem wir hatten, mit den Schienen und auch mit dem Öl, und der wäre noch mit ein paar anderen Sachen aufgetreten, lag bei uns jetzt daran, dass wir. Ich habe damals was machen müssen. Also, ich habe damals ein paar IDs ändern müssen, weil es einen ID-Konflikt gab mit Red Power. Das hat sich mittlerweile geklärt. Aber ich habe quasi die alte Config behalten. Und da war die Server-Config und die Config von dem Client, also dem Nutzer, unterschiedlich. Und das hat dazu geführt, dass ja, gewisse Gegenstände auf einmal anders auftauchten, als sie eigentlich sein sollten. Also, das Öl wurde dann zu irgendwelchen komischen Controller-Circuits und solchen Sachen. Und ich weiß jetzt nicht, ob Chris demnächst was sagt. Ah, hier haben wir unseren Diamanten fertig. Es gibt anscheinend gar keine Industrial Diamonds mehr. Es wird jetzt direkt zu einem Diamanten. Gut, ich weiß nicht, ob Chris jetzt mal was sagen kann dazu, ob es jetzt besser ist oder nicht. Ja, ich muss erstmal ein bisschen Charcoal produzieren, erst dann kann ich dir das sagen. Und du wählst in Runde Charcoal 2 Minuten oder so einen Spaß. Ja, habt ihr gerade gesehen, ich habe jetzt hier unseren Diamanten mit Redstone ummantelt und da kriegen wir so einen Energiekristall raus. Den könnten wir theoretisch mit Energie laden, ist für uns aber jetzt eher nicht so wichtig. Wir werden nämlich dieses Ding, sobald ich meine Intelligenz wiedergefunden habe, umbauen zu einem Hochspannungstransformator. So. Ja, genau. Noch Kabel brauche ich. Hier und hier. Und hier haben wir unseren Hochspannungstransformator. Und jetzt rennen wir aufs Dürmsche. Ah, nee, Kabel. Ah, ne, haben wir noch 30 Stück. Das reicht nicht bis ganz runter, aber es ist schon mal ein Anfang. Und wir brauchen Eisen. Und genau, wie ihr seht, dieser Bug ist immer noch nicht behoben. Das heißt, ich muss einfach mal ab und zu mal bei den Gummibäumen mal kurz einen Disconnect machen und das machen. Ich weiß gerade nicht, warum das so ruckelt. Also das ist ja schon lästig. Ich hoffe, das legt sich. Ich mach mal kurz nochmal Disconnect. So. Und wieder drauf. In der Hoffnung, dass es besser ist. Naja. Also keine Ahnung, was er da wieder hat. Doch, jetzt geht's wieder. Sprach er und es ruckelte. So. Wir klettern die Leiter hoch. Ja, ich hatte ja da schon mal anscheinend, also ich habe mir die Folgen jetzt wieder angeguckt, von dem Borderlands Let's Play erzählt. Ist leider vertagt. Wir haben eine komplette Stunde aufgenommen mit tollen Kommentaren für euch und alles. Ja, und dann kam ich dazu und hab das, wollte das rendern. Oh nein. Und stelle fest, er hat unsere Stimme. Also wir hatten quasi eine Stunde 13 Ton, Video, aber nur, wie heißt der Scheiß? 45 Minuten Ton. Also wir hatten weniger Ton als Video. Ich bin jetzt gerade verwirrt, weil irgendwas stimmt mit der Textur nicht. Ich hoffe, es funktioniert. Ach nee, ich muss sowieso auf die andere Seite. Ich muss hier hin. Da geht's. Nach unten hin kann ich es aber nicht machen. Ah.
Also, in deiner Hütte ist es laut. Ja, das ist ja auch der Industriepark. Ich kann es ja. Ich könnte es noch leiser machen, aber dann hört man gar keine Minecraft-Sounds mehr. Ja, nee. Ich hab's jetzt über meinen Rechner erstmal gemacht. Das ist halt hier unser Industriepark. So, jetzt müssen wir hier noch unsere Redstone-Fackel hinsetzen. So, und dann hat da oben der Block auch eine Spannung drauf. Und jetzt, ja, klettern wir gleich munterlustig unsere Leiter runter und versuchen dann im Fliegen quasi. Oh Gott, das wird ja grauenvoll. Kabel zu legen. Ich glaube, doch, das geht sogar. Und wir müssen damit bis runter. So. Was mich ein bisschen ärgert ist, ich habe noch mal in der Berechnung nachgeguckt, von der Windenergie. Wir hätten das ganze Ding auch auf dem Flachland bauen können. Weil jeder Block, der quasi im Weg steht, vom Windkraftwerk im Umkreis, quasi als Windschatten, wird von der Höhe abgezogen. Nicht von irgendeinem anderen Wert. Also es ist quasi egal, wohin wir das Ding gebaut hätten, das Resultat wäre das gleiche gewesen. Aber dafür haben wir halt ein Windkraftwerk, so ein Windkraftwerk sein sollte. Schön hoch. Und jetzt war ich am Überlegen, weil Minecraft hat ja jetzt die 1.2 rausgebracht mit der erweiterten Levelhöhe. Ich habe mich entschlossen zu sagen, es ist mir egal. Ich lasse es jetzt so, wie es ist. Ich brauche jetzt nicht unbedingt den Turm auf 256 hochzuzimmern. Das hätte viel zu lange gedauert und das wollte ich euch nicht antun. Und Industrial Craft ist jetzt eh noch nicht so weit und wir wollten ja auch mal ein bisschen vorankommen mit dem ganzen Schund hier. So. Bisschen Eisen reinhauen, weil, ja, brauchen das für die Kabel. Und dann gehen wir gleich weiter Hochspannungskabel verlegen. Und der True Movies hat dann auch gefragt, weil ich stehe jetzt ein bisschen in Kontakt mit ihm. Ja, wie sieht's aus? Wann wirst du mit dem Ding fertig? Ist dann Ende in Sicht? Wie sieht's aus? Wann fließt da endlich Strom durch? Ich habe natürlich nichts verraten. Ich meine, auch wenn er schon ein bisschen was getan hat für dieses Let's Play, kriegt er quasi keine Sonderbehandlung. Also nicht, wenn es um Informationen geht. Der muss auch warten, wie alle anderen auch, bis er sehen kann, was wir hier so veranstalten. Das ist halt einfach so. Es gibt vielleicht dann irgendwann mal, später werde ich dann mal vielleicht den ersten paar Nutzern oder sowas ab und zu mal einen Link schicken oder sowas, wo sie sich dann meine Videos einen Tag früher ansehen können. Aber das, ja, das behalte ich mir vor, das zu machen, wann ich das will. So. Ich klappe mal hier nochmal runter. Und ich habe ja auch gesagt, ich gehe auf Kommentare ein und so weiter. Und Peter Lustig hat sich ja gewünscht, dass wir die Getreidefarm mit Marmorbricks ummanteln. Also beziehungsweise den Grundstein legen für den Zäune. Und das werden wir natürlich auch machen. Also da gibt es keine Diskussion. Da sind wir auch bald dabei. Das machen wir dann bald. Und dann ist gut. So. Jetzt brauche ich hier noch einen kleinen Wartungsschacht für die Stromkabel. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie weit ich mich graben muss. Ich habe auch nicht geguckt und nichts. Also graben uns jetzt gerade blind hier durch. Und ab und zu sollte man vielleicht auch mal eine Fackel hinstellen. So, hier und hier habe ich jetzt mal beschlossen. Und jetzt machen wir uns ein paar mehr. Und jetzt bin ich natürlich am Überlegen, was wir machen, ob wir uns einen extra Raum bauen. Für unterirdisch für die ganze Stromtransformation, obwohl ja, brauchen wir so oder so. So, kurz mal nach oben durchgraben. Gucken, wo wir sind. Ah ja. Na, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Müsste man ja auch bald auf die Mine treffen. Und dann müssen wir dann nur noch ein paar noch mal Diamanten machen oder zwei. Und dann können wir dann auch Strom produzieren. Endlich. Also mit Windkraft. Wird am Anfang natürlich praktisch null sein, was wir rauskriegen. Liegt einfach daran, dass Windkraft natürlich ziemlich wenig ist. Da kommt dann halt mal, dauert es halt mal fast 3, 4 Minuten oder sowas. Keine Ahnung, wie lange es dauert, bis so ein Tick zustande kommt.
Was ist halt so. Das soll man sich nicht beschweren. Braucht halt einfach alles seine Zeit. Ah. Ha, ich habe mich schon ein Stück zu weit gegraben. Seht ihr mal. Null Orientierungssinn, der Hamster. Läuft als in seinem Rädchen rum und rum und rum und merkt gar nicht, dass er im Rädchen läuft. Macht das Bier. Ha. Gag. So. Fäckelchen hier. Und eine Decke. So. Jetzt haben wir das hier fast fertig. Ach, ich bin so froh, wenn wir dann erstmal die regenerativen Energiequellen erschlossen haben. Und wir dann auch noch genug Eisen haben, dass wir das noch ein bisschen ausbauen können. Und einen Solarpark bauen. Und ich will auch ein Wasserkraftwerk bauen. Es ist zwar die ineffizienteste Art, bei Industrial Craft Energie zu produzieren, aber weil ich es kann. Ich will es einfach bauen, weil ich es kann. So, jetzt sind wir knapp unter unserem Haus. Da hat sich nämlich der Creeper mal unser Haus... Oh. Ja, ganz knapp. Noch zwei Felder. Ungefähr. Zwei, drei, vier. Drei, glaube ich. Wir müssen jetzt... was ist das jetzt für ein Gerät? Ah, das ist der Geothermalgenerator. Das ist doof. Wir haben uns um eins verschätzt. Also ich habe mich um eins verschätzt. Ihr seid bestimmt so schlau und habt das gleich gesehen und gesagt, ah, oh, der Bierhamster, der baut schon wieder Mist zusammen. Ja, dann muss ich halt jetzt nochmal hier den Gang 2 breit machen, weil ich habe mich da vorne ein bisschen verguckt. Aber so können wir halt hier unten einen kleinen Transformator rein einbauen und können dann den transformierten Strom direkt an unsere Battery Box da oben anschließen. Später werden wir das durch andere Energiespeicher ersetzen und die ganzen Sachen da oben ein bisschen, naja, aufrüsten, modifizieren. Dass wir dann schneller und mit höherem Stromverbrauch unsere Sachen durchzimmern können. Also, ich habe das schon mal probiert. Also, in unserer, naja, Test-Server-Welt, will ich mal sagen. Da hat das... Oh, oh, oh. Nein, 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 Skelett. Da hat das sehr gut geklappt. Das Modding, quasi das Modding von Industrial Craft. Ist sehr spaßig. 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 Sparsam ist es nicht, nein. Und damit kann man halt sehr, sehr viel Angenehmes gestalten. Also man wird da wirklich schnell. Ich hatte das dann mit all meinen Maschinen gemacht und wir haben, naja, der Stromverbrauch steigt dann schon sehr an. Das lässt sich dann natürlich nicht vermeiden. Marmor. Und da ist Chris seine Rail. Sehr schön. Deswegen braucht man halt relativ viele regenerative Energiequellen, sonst ist man alles am Laufen. Aber es lohnt sich halt. Es lohnt sich alles bei Industrial Craft. Man kann so viel machen und rumexperimentieren. Es macht einfach einen riesen Spaß. Und wenn man gar nicht mehr weiß, was man machen soll mit seiner ganzen Energie, dann baut man halt, wie gesagt, das Mass Fabricator oder man baut Teleporter. Und man hat, ach, wir werden noch einen Spaß haben. Das glaubt ihr gar nicht, was es da noch alles gibt für ein Zeug. Gut, das war's auch fast schon, aber... Naja, bis wir dahin kommen, dauert's halt eine Weile. So. Jetzt bin ich ja fast schon fertig mit der ganzen Verkabelung. Jetzt muss ich mir langsam Gedanken machen, wie ich an genügend Eisen komme. Hm, nicht schon wieder die alte Diskussion. Oh! Nein! Wir haben kein Gummi mehr! Ja, dann wissen wir ja, was wir die nächsten Folgen tun. Und zwar die Gummibäume abernten. Wieder und wieder und wieder. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, das wird spaßig. Also, so schlimm ist es jetzt nicht. Wir gehen da einfach mal ab und zu mal durch mit dem Tree-Tap und dann ist gut. So, fix noch mal ein paar Kabel verlegen. Und dann nimmt das Ganze doch langsam Gestalt an. So. Ja, dann bis zur nächsten Folge, Jungs. Viel Spaß mit der Folge. Bis dann. Tschö.